Was geht, Leute? Wir sind die Freekickers und heute mit einem neuen Video von meiner Oberliga-Saison. Danke schon mal für das Feedback für das erste Video. Ist echt mega bei euch angekommen. Vielen Dank für die ganzen Daumen nach oben. Die Kommentare habe ich mir viele durchgelesen. Richtig nice. Heute kommen wir zum zweiten Spiel und zwar ist das der dritte Spieltag. Wir konnten die ersten beiden gewinnen und starten somit mit 6 Punkten rein. Und wir spielen heute gegen Westfalia Rhinan und hier seht ihr einmal die Aufstellung. Da hat sich zum zweiten Spieltag nichts geändert. Mittlerweile müssten euch ein paar Namen bekannt sein. Umut Yildiz über die linke Seite, der viel Dampf macht. Nils in der Mitte, der jetzt schon ein paar Mal getroffen hat, auch im Spiel gegen Herne, was ihr gesehen habt. Und Bruno natürlich im Tor, den ihr kennt. Und ich würde sagen, mit dieser Aufstellung starten wir rein ins Spiel. So, und jetzt geht's los. Wir spielen in den schwarz-weißen Trikots gegen Westfalia Rhinan in blau-weiß. Und ich mache den Anstoß. Wir spielen erstmal hinten rum. Erstmal in die Partie reinkommen und jetzt kommt schon die erste Aktion. Nico Lukas, der den Ball auf die rechte Seite verlagert. Mike nimmt den Ball an und setzt gleich zum Doppelpass an mit Nils. Nils kommt aber leider einen Schritt zu spät und muss hier leider das Foul ziehen. Ist, glaube ich, aber nichts Schlimmes in der Anfangsphase des Spiels. Jetzt kommt schon der erste Abschluss von Rhinan. Abgefälscht drüber. Ich habe es mir ein paar Mal angeguckt. Wäre echt gefährlich geworden. Und hier kommt auch schon direkt die nächste Offensivaktion von Rhinan. Doppelpass und dann der Ball in die Mitte und unser Innenverteidiger Freddy fälscht den Ball ab. Und wir können echt froh sein, dass Bruno so schnell reagiert hat, beziehungsweise der Ball nicht auf die kurze Ecke oder so geht. Da kann es echt schnell gefährlich werden. Man sieht es an Brunos Jubel, der war echt glücklich, dass dann der Ball geklärt war. Jetzt eine Aktion von mir. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es gemacht hättet. Ich bekomme jetzt einen Kontakt, hätte mich bestimmt fallen lassen können. Ich dachte mir aber, im Strafraum mit Blick zum Tor bleibe ich am Ball. Ja, jetzt bringe ich die Flanke rein und es passiert nicht so richtig was draus. Hättet ihr euch fallen lassen oder nicht, schreibt es gerne rein. Jetzt eine Aktion, die ich echt feiere, nämlich Freddy, unser Innenverteidiger, der einfach mal andribbelt, Mut hat und vielleicht sind ja auch ein paar IVs von euch hier am Start. Und ja, finde ich auf jeden Fall immer sehr, sehr cool, wenn Innenverteidiger sich so offensiv mit einschalten. Und jetzt kurz vor der Halbzeit kommt Berko von außen, spielt in die Mitte auf mich. Ich lasse auf Berko klatschen und Berko sieht Umut außen verlagert und Umut im 1 gegen 1 ist nicht zu stoppen. Dribbelt in die Mitte, bringt den Ball rein und Nils steht schon wieder richtig und macht das 1 zu 0. Weltklasse, freut mich mega für ihn. Er hat vor der Saison gesagt, er schießt nicht viele Tore und ja, jetzt hat er im Herne-Spiel schon getroffen, jetzt hat er wieder gegen Rhinan getroffen. Also echt Weltklasse, ich liege ihm hier auf den Schultern, wir feiern vor unseren Fans. Richtig gut vor der Halbzeit noch das Tor zu machen. Hier eine unschöne Szene von mir. Ich bekomme einen heftigen Tritt hinten in die Hacke. Tat mega weh, mein ganzer Socken war zerrissen. Aber ich konnte weiterspielen. Trotzdem sehr, sehr unangenehm. Und ich glaube, das war schon die letzte Szene in der ersten Halbzeit. Wir starten rein in die zweite. Man merkt auf jeden Fall, dass Rhinan sich einiges vorgenommen hat. Und ja, mit dem Rückstand nicht zufrieden war. Hier die erste Aktion direkt nach dem Anstoß. Kommt Rhinan nach vorne, bringt den Ball in die Mitte. Und dann kommt jetzt der Abschluss, der aber geklärt werden kann. Und das war es dann auch mit der Szene. Jetzt kommen wir zu einer Szene, mit der ich sehr unzufrieden bin. Ich erkläre euch, wieso. Hier mein erster schlechter Kontakt, mein zweiter. Und dann will ich die Seite verlagern, weil ich nicht so richtig eine Anspielstation habe und spiele dem Gegner in die Füße. Da muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich eine sichere Anspielstation kriege und nicht über 40 Meter irgendwie die Seitenverlagerung versuche. Ja, auf jeden Fall hier jetzt Rhinan über die rechte Seite nach vorne. Kombiniert sich gut durch, auch ein bisschen unglücklich für uns und ja, dann spielt er den Ball in die Mitte, Bruno kommt so gerade nicht dran und dann steht's 1 zu 1. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt gar nicht so unverdient. Rhinan hat echt viel nach vorne gemacht, hat viel investiert und guckt es euch nochmal an, Bruno kommt wirklich so haarscharf nicht an den Ball und ja, sehr, sehr ärgerlich, aber so ist das, steht 1 zu 1. Was ich cool finde, jetzt kommt gleich ein langer Ball von Bruno. Und das ist dann auch der letzte lange Ball für die Aktion, weil wir wirklich versuchen, Fußball zu spielen. Und ihr kennt das vielleicht von euch, wenn ihr ein Gegentor bekommt, ist man erstmal unsicher. Wir versuchen trotzdem, Fußball zu spielen. Hier der Doppelpass von Phil und Berko. Und ich glaube, Phil bekommt jetzt schon wieder den Ball. Setzt jetzt zu einem Doppelpass mit Nils an, der auch leider nicht ankommt, aber das macht nichts. Ich finde es trotzdem mutig, dass wir nach dem Anstoß direkt weiter Fußball spielen. Und ja, hier kommt Rhinan jetzt wieder über die rechte Seite nach vorne und ja, hier kommt jetzt der Abschluss genau auf den Mann. Bruno kann den Ball festhalten, aber wenn wir ehrlich sind, da kann viel, viel mehr draus passieren. Können wir uns echt glücklich schätzen, dass das nicht gefährlicher geworden ist und ja, Bruno den Ball einfach festhält. Hier wieder eine Offensivaktion von Rhinan, Nummer 9, setzt sich super durch, geht jetzt ins Dribbling, geht durch zwei Männer durch, hier eine starke Aktion. Und jetzt der Abschluss, den ich auch gut finde, Bruno mit den Fingerspitzen dran und guckt mal genau hin. Da muss er auch auf jeden Fall hin, ich glaube, der wäre sehr gefährlich geworden, hätte genau unter die Latte gepasst.
ja, so Bruno zur Ecke geklärt. Dafür haben wir ihn hinten drin richtig gut. Jetzt eine Aktion, die man, glaube ich, nicht so häufig von mir sieht. Und zwar ein Offensivfoul. Ich will unten den Ball kriegen, kriege ich nicht. Und somit schubse ich den Gegner ein bisschen. Ja, glaube ich, alles andere als ein böses Foul. Schiri hat, glaube ich, noch nicht mal mit mir geredet, weil es wirklich nie vorkommt. Ich wollte es euch trotzdem nicht vorenthalten. Und jetzt kommen wir zu einer positiven Aktion, wie ich finde. Ein Einwurf für uns. Nico wieder auf Außen. Und jetzt bekomme ich den Ball, lege auf Berko ab. Berko sieht, dass links die Seite frei ist. Und genau, auf Berko müsst ihr jetzt auch achten in der Mitte. Umut lässt nämlich jetzt den ersten aussteigen, den zweiten und bringt jetzt die Flanke rein. Und Berko kommt so gerade mit dem Kopf nicht dran. Das wäre echt ein richtig schönes Tor gewesen, weil es viele Passstaffetten vorher gewesen wären. Aber Berko ist nicht der Größte, wie ich auch. Und ja, verpasst leider den Kopfball. Hier komme ich vorm Gegner am Ball, passt zu Umut und deute mit meinem Laufweg schon wieder an, den Ball in Lauf zu bekommen. Und bekomme den Ball auch und scheitern Torwart, guckt euch an, Freunde. Hätte ich hier den Kopf gehoben, hätte ich gesehen, dass die linke Ecke komplett offen ist. Torwart spekuliert auf die lange Ecke, macht's richtig. Und ja, für mich als Schirmer super ärgerlich, so eine Chance liegen zu lassen und auch zu sehen jetzt, dass die Ecke so frei war. Hier direkt aber wieder eine Offensivaktion von mir. Ich bekomme vorne den Ball, bin jetzt im 1 gegen 1 gegen den Innenverteidiger. Leg mir den Ball vorbei, pass in die Mitte. Der Pass hätte auf jeden Fall, ja, akkurater sein können, dass Nils den direkt nimmt. Aktion ist aber noch heiß. Und guckt euch jetzt dieses 1 gegen 1 von Umut an. Das ist wirklich anders. Das ist wirklich anders. Und der Ball fällt Berko vor die Füße und es steht 2 zu 1 für uns. Richtig geile Aktion. Guckt es euch gleich nochmal in der Zeitlupe an. Dieses 1 gegen 1 von Umut ist wirklich geisteskrank. Also den kann man fast nur mit einem Foul stoppen, habe ich manchmal das Gefühl. Und dribbelt sich durch, hat noch die Kraft, den Ball in die Mitte zu bringen. Und ja, Berko mit ein bisschen Ping-Pong-Glück liegt der Ball dann vor den Füßen. Der kann zum 2-1 einschenken. Ich habe es eben schon angedeutet, Rinan war in der Phase echt gut im Spiel. Deswegen war es wichtig für uns, hier das 2-1 zu machen, auch zu einem sehr guten Zeitpunkt. Und ja, es steht 2-1, Rinan stößt an und wir waren auf jeden Fall happy, das Tor gemacht zu haben. Jetzt eine relativ spielentscheidende Szene, wieso, zeige ich euch gleich. Mikey legt sich den Ball vorbei, wird gehalten und ja, das ist natürlich eine klare gelbe Karte, gibt der Schiedsrichter auch. Wieso zeige ich euch das? Weil 1 Minute 30 passiert einfach das hier, fast genau die gleiche Aktion. Jetzt bin ich im Laufduell gegen den gleichen Gegenspieler und er setzt jetzt zur Grätsche an, bringt mich zu Fall. Und ja, Freunde, wir können es nochmal gerne zusammen anschauen und ihr könnt auch mitentscheiden, ist das für euch ein Foul? Ich finde, es ist schwierig, er trifft mich irgendwo, ist aber auch kein hartes Foul. Da setzt er an, trifft irgendwo den Ball, trifft aber auch mich, bringt mich zu Fall. Fakt ist auf jeden Fall, dass der Schiedsrichter nochmal gelb gegeben hat und somit gelb-rot gegeben hat, was natürlich hart für den Spieler ist, weil es innerhalb von 1 Minute 30 einfach vom Platz geflogen ist. So ist das. Und ja, hier eine Situation, wo ich so ein bisschen Missverständnis zwischen den Innenverteidigern ausnutze und auch hier wieder Umuts Dribbling ist natürlich krass. Leider scheitert er am Torwart, aber trotzdem super gemacht vorher. Hier eine sehr unglückliche Aktion von Freddy, unserem Innenverteidiger, der mit der Hand an den Ball kommt. Und ja, es gibt leider Freistoß und der ist auch nicht schlecht getreten. Bruno sieht den Ball spät auf dem nassen Rasen und ja, wir sind in Überzahl, 11 gegen 10 und kriegen jetzt hier ein Freistoßtor zum 2-2. Super ärgerlich, aber das Spiel war noch nicht vorbei. Wir springen in die 93. Minute. Wir haben einen Eckball, Berko führt den schnell aus auf Phil. Phil sieht Umut und Berko läuft wieder in die Mitte, bekommt den Ball. Dann steht Tim Esser richtig, passt zu mir. Ja, Freunde, und ich kann in der 93. Minute den Siegtreffer machen. Ich glaube, nicht nur für jeden Stürmer, für jeden anderen Spieler auch das beste Gefühl, was man haben kann. Und ihr seht es gleich auch an unserem Jubel, alle rasten komplett aus, beziehungsweise die, die noch die Kraft dazu hatten, wie ich noch Kraft hier für einen Flickflack-Salto hat, fragt mich nicht. War auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und ja, ihr könnt es euch denken, das Spiel war damit durch in der 93. Minute. Danach haben wir nichts mehr anbrennen lassen und auch jetzt pfeift der Schiedsrichter ab. Und wir stehen nach 3 Spielen mit 9 Punkten da. Ihr müsst halt wissen, dass die Oberliga eine sehr ausgeglichene Liga ist, wo jeder jeden schlagen kann. Und ja, jetzt mit 9 Punkten dazustehen nach 3 Spielen ist Weltklasse. Hätte mir vor der Saison jemand gesagt, hätte ich sofort unterschrieben, hätte gesagt, nehmen wir. Und ja, wir sind mega happy. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und schreibt uns in die Kommentare, was so eure Verbesserungsvorschläge sind. Aber auch, wie es bei euch in der Saison läuft, interessiert uns sehr. Und insofern würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche zum nächsten Spieltag. Ciao.